Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Hier immer noch im Kloster hier während des Frühstücks. Und ja, wir sind einige Schritte weitergekommen. Jetzt wollen wir uns mal mit dem guten Konstantin unterhalten. Was gibt es, Bruder? Wir haben nämlich ein bisschen was erfahren. Letzte Nacht sah ich die Zirkatoren ausgelassen beim Trinken und Würfeln. Großartig! Hast du mitgemacht? Darf ich mich nächstes Mal dazu gesellen? Konstantin, ich dachte, das wäre verboten. Wenn sie es tun, dürfen wir es auch. Aber so läuft das doch nicht, oder? Vermaledeite Doppelmoral. Die älteren Brüder können sich alles erlauben, aber uns predigen sie Moral. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Okay. Im Versteck waren auch viele Münzen. Das sieht ziemlich verdächtig aus. Ich gebe zu, es erweckt diesen Anschein. Aber wenn ich dir sage, was ich vor allen verberge, wirst du es verstehen. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Naja, ich war das kennen wir alles. Das kennen wir alles schon. Gib mir etwas von dem Geld. Ja, nee, alles klar. Mehr wollte ich nicht. Bitte behalte all das. Okay, auch ihm kann ich, denke ich, von der Suche nach Pius erzählen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es da Antonius ist. Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord. Nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Ich vermute, dass es der Antonius ist. Vielleicht ist es Antonius. Antonius? Nein, er ist ein feiner Kerl. Obwohl man nie weiß, was sich wirklich unter der Haut eines Menschen verbirgt. Siehst du, wie schwierig es ist? Es könnte jeder und doch niemand Bestimmtes sein. Ich verdächtige Joachim. Weißt du, das könnte sehr wohl sein. Joachim ist eine verlogene Ratte. Ich glaube, er ist zu allem fähig. Okay, also der Konstantin glaubt, dass es der Joachim ist. Aufgabe abgeschlossen, was? Lukas? Ich verdächtige Lukas. Er redet jedenfalls nicht viel und ist am liebsten allein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er etwas zu verbergen hat. Aber ein Mörder? Nein. Nein, aber ich hoffe, ich komme ihm bald auf die Schliche. Falls du irgendeinen Hinweis findest. Ich schwöre, ich weiß nichts. Nur, dass ich nicht der bin, nach dem du suchst. Vielleicht bist du es. Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen, macht mich doch nicht zu einem Schurken. Wohl wahr. Okay, aber halt die Backen, ne? Ich sage nichts mehr. Und du solltest ebenfalls kein Wort darüber verlieren. Aber du sprichst von einem Mord im Kloster. Das sollte ich wirklich melden. Moment, im Kloster war der Mord doch überhaupt nicht. Willst du das wirklich tun? Glaube ich irgendwie nicht. Du hast recht. Ich behalte es für mich. Ich habe schon genug Schwierigkeiten. Außerdem will ich ohnehin in einem Jahr oder so verschwinden. Also was kümmert mich schon das Schicksal dieses Klosters? Danke, Konstantin. Ich weiß das zu schätzen. Okay, so, jetzt muss ich mal das Questlog anschauen. Nee, steht nichts drin. Steht nichts drin. Ich habe gehofft, dass das dann hier irgendwo festgehalten wird, aber...
Nee. Ich glaube, ich muss mit dem Joachim nochmal quatschen. Ach, das ist alles so kompliziert, ihr Alter, mein Gott. Was möchtest du? Nee. Nee, das bringt nichts. Ich kann ihn jetzt nicht verdächtigen. Ich habe keinen Beweis. Muss ich doch mit dem Prior mal reden? Oder doch nochmal mit den Zirkatoren? Ah, Gregor, reden wir. Nee, hilft mir auch nichts. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt mit dem... Wenn ich mit dem Antonius rede... Ich habe keinen Beweis. Ich habe keinerlei Beweis. Was bedrückt dich? Letzte Nacht sah ich die Zirkatoren trinken und würfeln. Und warum schläfst du nachts nicht, anstatt durch die Flure zu schleichen und anderen nachzustellen? Ich wollte doch nur... Ich weiß, Bruder. Ich will damit nur sagen, dass du als Novize deine Nase besser aus den Angelegenheiten der älteren Brüder heraushältst. Auch wenn ich ungehöriges Benehmen beobachte? Leider ja. Wer bist du schon, verglichen mit ihnen? Warte, bis du länger hier bist. Bis dahin, halte deinen Kopf gesenkt und tu, was man dir sagt. Das Klosterleben ist dem da draußen gar nicht unähnlich. Die Klostermauern halten weder menschlichen Stolz noch Hass fern. Wirklich? Ich dachte, Mönche wären frei von solch menschlicher Torheit. Sie wurden Mönche, aber sie sind trotzdem noch Menschen, Gregor. Sei hier drin genauso auf der Hut, wie du es draußen warst. Vor Lügen, Neid und Rachegelüsten bleibt man auch hier nicht verschont. Danke für den Rat. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn befolgen kann. Das bleibt dir überlassen. Ich glaube, wir versuchen es mit dem Prior. Der müsste ja bei der nächsten Gebetsstunde am Start sein. Vermutlich. Mit dir kann ich... Ja, da gewinne ich nichts mehr. Okay, wie spät ist es? Gleich 8. Ja, dann gehen wir zum Arbeiten. Mal wieder. Schon wieder arbeiten? Verdammt. Ora et labora. Ja, ja. Also dann. Da ist der Bruder. Nee, das ist nicht der Nevlas. Da ist der Nevlas, genau. Was gibt es, Bruder? Okay, ich habe was rausgefunden. Ich konnte etwas herausfinden, das hier im Kloster schiefläuft. Aha, erzähl mir mehr. Die älteren Brüder drangsalieren Lukas, den Novizen. Sie quälen ihn mit ungerechten Strafen und Demütigungen. Es scheint, als wären selbst Brüder nicht vor dem weltlichen Bösen gefeit. Danke für die Information. Und steh für ihn ein, wenn du kannst. Die älteren Brüder haben es auch auf mich abgesehen und wollen jede meiner Taten gegen mich verwenden. Die Zirkatoren gehen nachts in den Keller, um Wein zu trinken. Ich wusste es. Johann hat stets eine Fahne. Und der will abwerden, Heuchler. Wenn du es dem Prior sagst, stutzt er vielleicht Johanns Flügel. Bruder Joachim stiehlt Wein, damit die Zirkatoren trinken können. Joachim? Nun, diese miese Ratte hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Weißt du, wo er ihn stiehlt? Ich habe keine Ahnung, leider. Macht nichts. Das war eine wichtige Information. Ja, wir hängen jetzt alle ran, ne? Bruder Konstantin versteckt einen Schatz, dessen er sich nicht entledigt hat. Das überrascht mich nicht. Ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich werde ihn nicht bestrafen, aber sprich mit ihm darüber. Vielleicht lässt er mit Gottes Hilfe freiwillig von seinem Mammon ab. Mehr weiß ich nicht. Komm zu mir, falls du noch etwas erfährst. Ich bin an allem interessiert. Ja, also das hat mich jetzt einfach interessiert, was passiert, wenn ich dem alles steck. Aber ich glaube, das hat null Auswirkung. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue 2 Bockbluttränke.
Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich da... Ja, ja. Okay. Na dann. Bockblut-Trinklein. Na dann. Auf geht's. Zum Glück ist da jedes Mal dieses Rezeptbuch dabei, ne? Ansonsten hätte ich da echt ein Problem damit. Zack und zack und zack. Und zack und zack. Bockblut-Trinklein. Okay. Öl. Ah, das, ja, ja. Das kommt mir bekannt vor, das Rezept. Sowas. Mhm. Johanniskraut und Weinwill. Eine Sanduhr. Ja. Also Öl. Johanniskraut und Weinwill. Johanniskraut. Rein damit. Und Weinwill. Und zack. Eine Sanduhr. Heißt für mein Blasebalg. 1, 2, 3, 4. Und dann der Löwenzahn, genau. Aber erst warten, wenn es kalt ist, ne? Wenn es abgekühlt ist. Jawohl, rein damit. Viole. Und fertig. Jawohl. So, mein Freund. Dein Trinklein. Ah, Gregor, reden wir. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ja, ja. Weiß ich doch. Okay. So, dann heißt, wir können, denke ich, bis 12 Uhr die Zeit vorspulen. Oder bis kurz vor 12, besser gesagt, ne? Dann geht's jetzt in die Bibliothek. Salve Domini. Jo. Muss ich jetzt schon? Ich darf noch nicht, okay. Na, jetzt muss doch dann gleich kommen hier, zack, ab in die Bücherei. Hm. Jawohl. Schwupp. In das Skriptorium. Falsch abgebogen. Skriptorium ist hier oben. Da ist er. Hallo. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ich habe dich erwartet. Na dann, machen wir wieder unsere Strafarbeit hier. Na, warum wir so gut sind immer mit unserem Latein. Set lectomum, okay. Ja, das ist das oberste, okay. Dann hätten wir... Dominus, was? Wo geht's denn jetzt schon wieder los, Alter? Jetzt muss ich wieder suchen, wo die hier die Zeile losgeht, oder was? Dormitus? Nee. Domite. Boah, es ist schrecklich hier. Echt, es ist total schrecklich. Alter Falter. Ich kann's bloß falsch machen.
Ich finde die Zeile wieder nicht. Ich tue mir da gerade echt schwer. X Atme Filius. Filius der Sohn. Ja, dann wird es das hier sein. Okay. Dormi, nee. Domini. Was ist das hier wahrscheinlich, ja. Ist eh wurscht, wir kriegen eh wieder geschimpft. Ich weiß es, dieses Spiel. Dieses böse Spiel. Ungefähr so habe ich früher meine Lateinhausaufgabe immer gemacht. Jetzt ist es raus, genau. Oh Gott. Tja. So, ich bin fertig. Ich kann es kaum glauben. Herr im Himmel, so viele Fehler. Du bist mein alter Lateinlehrer, gell? Das kommt mir so Gregor, bekannt vor. Reden wir. Tja, Ich habe Seiten des zerrissenen Buches gefunden, aber noch nicht alle. Wunderbar. Such nur weiter, den Rest wirst du sicher auch finden. Ja klar. Sagt er so leicht, ne? Ich habe eigentlich gar keine Lust mit, nach die ganzen Seiten zu suchen. Na, da müsste ich jetzt wieder überall einbrechen und... Ach, ich habe auch keinen Dietrich. Huch, ich darf gar nicht raus, gell? Nee. Oder? Doch, ich darf raus. Nanu, echt? Wieso darf ich jetzt raus? Finde ich jetzt spannend. Jetzt darf ich hier draußen rumrennen, oder was? Geile Geschichte. Okay. Ah, weil ich meine Arbeit wahrscheinlich erledigt habe, ne? Jetzt ist alles gut. Okay. Na dann, schauen wir mal doch in den Klostergarten hier. Hallo. Ach, hier. Oh, jetzt kommt die Mekka. Da darf ich nicht hin. Aber die anderen Novizen, die sind alle da draußen. Mhm. Beim Kräuterrupfen. Oh. Ah, jetzt hat das Spiel auch gemerkt, dass ich nicht hier sein darf. Ah, je. Also muss ich oben leider warten. Das ist echt ärgerlich. Na dann. Okay. Wir warten bis 3:30. Und dann rennen wir gleich mal los. Dass wir den Abt erwischen. Nicht den Abt, sondern den Prior. Entschuldigung. Kleiner Unterschied. Ja, ja. So. Was denn, dass wir nicht gesehen werden? Verdammt. Wir dürfen von den Zirkatoren nicht gesehen werden. Das ist der Prior. Jetzt kann ich mit ihm quatschen. Ich bin Gregor, der neue Novize. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Du leitest das gesamte Kloster, nicht wahr? Willkommen in unserer Mitte. Ja, ja. Der Herr wollte, dass ich in der Abwesenheit des Abtes dessen Pflichten übernehme. Doch vorwiegend bin ich ein Diener Gottes, wie du und die anderen Brüder. Vor Gott sind wir alle gleich. Wie gefällt es dir hier? Ja, geht so. Es ist toll hier. Freut mich. Auf dass deine Begeisterung andauern möge. Ah, du bist so naiv. Na dann. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Okay, Mist. Also ich habe gehofft, dass ich hier vielleicht... Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Erzählt ihr mir was über die Novizen? Was kannst du mir über die Novizen sagen? Nun ja, ihr seid hier, um eure Hingabe zu Gott zu zeigen und ein Klosterleben zu führen. Eigentlich wollte ich genaueres über die... Du kennst sie doch. Joachim ist ein komischer Kauz, aber eifrig. Vielleicht Antonius arbeitet hart und wird ihr stets be... Das kennen wir alles. Das ist alles die Standardkonserve. Das hat uns nicht geholfen. Okay, die Wahl des Abtes. Könntest du mir erklären, wie der Abt gewählt wird? Gewiss doch. Abt Peter ist alt und wir rechnen damit, dass er bald bei Gott sein wird. Wenn er nicht mehr ist, muss ein anderer das Kloster führen. Die älteren Brüder werden dann einen Nachfolger wählen. Kann theoretisch jeder Abt werden? Ja, aber es gibt nur zwei Anwärter.
Nevelas und Johann. Als spiritueller Hirte der Brüder ist es mir nicht gestattet, meine Präferenz offen kundzutun. Und du als Novize solltest ohnehin nicht an der Wahl teilhaben. Ich weiß, dass ein paar Brüder bereits begonnen haben, Ränke zu schmieden. Aber denk nicht einmal daran, dich einzumischen. Mit dem Segen des Heiligen Geistes wird sich alles fügen. Na dann, okay, dann gehen wir petzen. Ich muss dir etwas sagen, aber es wird dir nicht gefallen. Sprich, mein Sohn. Was plagt dich? Es geht um ein paar Mitbrüder. Nachts, wenn alle schlafen, gehen sie zum Trinken und Würfeln in den Klosterkeller. Bist du sicher? Ich ahnte, dass so etwas vor sich geht, aber wenn du es beweisen kannst, wäre es ein Vergehen, das hart bestraft werden muss. Soll ich Beweise beschaffen? Das wird nicht nötig sein. Ich werde mit den Beschuldigten reden. Ich merke es, wenn mich jemand anlügt. Nun sag mir, Gregor, um welche Brüder geht es? Die Zirkatoren, Stibor und Johann. Die Zirkatoren? Entschuldige, aber das kann ich kaum glauben. Besonders, weil Johann ein Kandidat für die nächste Abtwahl ist. Wenn du des Nachts in den Keller gehst, wirst du sie selbst sehen. Ich kümmere mich darum. Ich gestatte keine Völlerei und Spielsucht im Kloster. Wäre Abt Peter hier, würde er ihnen das Fell gerben. Danke, dass du es mir gesagt hast, Bruder. Mir scheint, du bist ein aufrichtiger Christ und wahrer Anhänger des heiligen Benedikt. Gott segne dich. Das war doch selbstverständlich. Gerichtete Prior von der Zecherei. Was bedrückt dich? Hab ich doch schon. Hä? Was sind das für eine komische Quest jetzt? Ich verstehe das manchmal mit den ganzen Quests hier nicht. Es scheint mir ein bisschen verbuggt zu sein, ne? Da wird immer irgendwas eingeblendet und dann taucht sie aber nie auf. Komisch. Die Leiden des jungen Novizen. Okay, also das ist das hier wahrscheinlich. Die Leiden des jungen Novizen erledigt. Nächtliche Gelage. Das ist auch erledigt. Weltliche Güter ist erledigt. Das ist erledigt. Jungfer in Nöten. die Esther, genau. Nee, da ist nichts mehr dabei. Tanz mit dem Teufel, ja super, ne? Da musste ich dran denken, diese Hexensalbe. Dieses Rezept, was uns da Konstantin von in der letzten Folge nochmal erzählt hat. Sehr geil. Okay, das hat uns aber nicht geholfen, wenn es um den Pius geht. Also wir kommen hier nicht weiter wegen des Pius. Ah, kann ich jetzt aufmachen. Cool. Freiheit. Genau, ich mache einfach mal die Türen auf. Sehr schöne Idee. So einfach geht's. Ne? Wir könnten einfach hier raus und hurra. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Pius erwischen. Aber irgendwie ist das gar nicht so einfach. Okay. Dann beten wir nochmal. Ja, jetzt sind sie wieder alle hier. Salve Domine. Genau. Huch, Entschuldigung. Schön langsam, Bruder. Da ist der Lukas. Wir halten gerade eine Messe. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Okay, dann warte ich noch eine Stunde. Und dann geht's jetzt wieder zum Spachteln. Ah, die sind schon losgerannt, okay. Schnell hinterher? Da bin ich jetzt gespannt, ob die Zirkatoren sauer sind. Vermutlich ja. Furcht
vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens darf es für sie nach einem Befehl des Oben kein Zögern geben, reden. Sondern sie erfüllen den Auftrag sofort, als käme okay, da ist nichts mehr. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und unterhalten wir uns. Wenn der Befehl nicht zaghaft, okay, der ist auch nicht sauer, also die scheinen nicht sauer zu sein. Murren und Widerrede ausgeführt wird. Denn der Gehorsam, den man den oberen Was ist Antonius? Da hätten wir die anderen beiden. Joachim. Unterhalten wir uns. Okay, da gewinne ich nichts. Der Konstantin. Was möchtest du? Da gewinne ich wahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Nee, okay, also dann müssen wir uns, glaube ich, mit dem Antonius auseinandersetzen. Ich muss ihn konfrontieren. Was gibt es, Bruder? Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege. Du kommst aus Vlashim, oder? Ja, warum fragst du? Und vor allem, woher weißt du das? Ich habe es dir sicher nie erzählt. Wie es scheint, lieben die Mönche Klatsch mehr als die Weiber am Marktplatz. Ich las davon im Buch des Abtes, in das er alles einträgt, was er über die Novizen weiß. Warum tust du so etwas? Um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass der Abt dir deine kleine Märchengeschichte auch nicht abkauft. Was ist unglaubwürdig daran? Ich habe mich stets für Bücher interessiert, also überließ ich meinem Bruder den Laden und wollte hier ein gutes Leben führen. Weißt du, ich bin auf der Suche nach jemandem. Jemandem, der Märchen über sich erzählt. Und diese Beschreibung trifft genau auf dich zu. Aber ich sagte doch, ich habe niemanden belogen. Witzig. Denn ich denke, du lügst mir gerade ins Gesicht. Du hältst dich für berechtigt, Strafen zuzumessen? Wer gab dir dieses Recht? Verzeih, aber ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, Gregor. Du bist ein gefährlicher Verrückter und der Prior sollte über dich Bescheid wissen. Ja, erzähl ihm doch was davon. Bitte, sag ihm nichts davon. Das brächte meine ganze Mission in Gefahr und glaub mir, es ist für eine gute Sache. Na gut, ich sage nichts. Aber du solltest dir das zweimal überlegen. Okay, na, das war doof. Was bedrückt dich? Was ist mit dem Dolch in deiner Truhe? In deiner Truhe war ein Dolch. Warum auch nicht? Immerhin habe ich ihn selbst dort versteckt. Durchwühlst du immer die Sachen anderer? Nur wenn es nötig ist. Und war es nötig? Suchst du jemanden oder etwas? Mich zu fragen, hätte dir vielleicht mehr gebracht. Dieser Dolch ist das einzige Erbstück meines Vaters. Er befand sich in unserem alten Laden, unter der Theke. Vater hatte ihn dort, um sich vor Dieben zu schützen. Als ich klein war, bewunderte ich diesen Dolch und fragte Vater, ob er ihn mir schenkt, wenn ich älter bin. Er sagte ja, aber dass ich ihn erst nach seinem Tod bekäme. Sprich weiter. Nun, Vater ist tot und ich bin hier. Dieses Stück Metall ist das einzige, was mir von der Außenwelt geblieben ist. Ich weiß, es ziemt sich nicht für einen Mönch, aber ich kann mich nicht davon trennen. Du könntest ihn jetzt zurückgeben. Du sollst nicht stehlen. Ja, sicher nicht. Lieber behalte ich ihn. Man kann nie wissen. Pass auf, Bruder. Ich habe eine Seite, die dir fremd ist. Und ich möchte sie dir nicht zeigen müssen. Du willst doch keinen Ärger, oder? Also warum gibst du ihn nicht einfach zurück? Tja, also ich glaube, du bist der Pius. Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Er soll daran denken, das ist unwichtig. Warum erzählst du mir das eigentlich? Was willst du von mir? Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. Ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte, lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen.
Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ich bezweifle, dass er es war. Nur sagt den anderen bitte kein Sterbenswörtchen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Ich weiß, dass du Pius bist. Der, nach dem ich gesucht habe. Jetzt bist du dir also sicher? Sag mir, Gregor oder Karl oder wie immer du auch heißt. Was willst du jetzt machen? Ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Ach, zumindest bist du gewillt, deinen Kopf zu benutzen und nicht nur den Bluthund für diese Niemande zu spielen. Und ich bin froh, dass du Zweifel hast. Ich möchte nicht wie die sein, nach denen ich suche. Wenn ich morden muss, dann aus gutem Grund und nicht aus Spaß. Wie du weißt, sind wir beide Bauern in jemandes Spiel. Sie haben Pläne für uns, aber wir müssen das nicht hinnehmen. Wir könnten all das vergessen und unserer Wege gehen. Ja, ich war ein Bandit. Und ich war in Neuhof. Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Okay. Also, das muss ich sagen, war jetzt alles ein bisschen verwirrend. Na, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich den Antonius sonst noch überführen sollte, ne? Und wenn ich die anderen Quests erledigen sollte, wie ich beweisen soll, dass Konstantin nicht schuld ist, dass Joachim nicht schuld ist. Da sind mir jetzt ehrlich gesagt die Ideen ausgegangen. Deswegen bin ich jetzt mal auf volles Risiko gegangen. Ja, und er hat sich offenbart. Aber irgendwie scheint mir da noch ein bisschen so ein Bug zu sein, dieser ganzen Klosterquest, ne? Also das kann sein, dass ich es einfach bloß nicht verstehe, aber in meinen Augen ist das so ein bisschen buggy. Na gut. Du hast Missetaten begangen, dafür werde ich dich richten. Na nee. Nee, also auch wenn der Ratzig gemeint hat, wir sollen ihn zum Vogt bringen. Aber ich kaufe ihm das ab. Er war mit dem hinkenden Heinz unterwegs, ne, mit Stinker und mit Timmy und die Jungs, die wollten ja eigentlich niemanden umbringen, wie er sagt. Ja, das waren Wicht und seine bösen Schergen, die den Smil umgebracht haben und ja, die wollten halt einfach bloß ein Geld machen, die Burschen hier, und die anderen wollten morden und töten und ne. Also deswegen, ich glaube, der hat die Chance verdient. Du hast recht. Aber meine Auftraggeber kommen dahinter, wenn ich dich leben lasse. Nicht, wenn wir raffiniert vorgehen. Es muss niemand sterben. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Okay. Bin gut? Gut. Machen wir es so. Gut, ich bin froh, dass wir trotz unserer anfänglichen Zwietracht zu einer Einigung kommen. Hier, das beruhigt deinen Magen. Nun musst du die Schlüssel des Klosters und etwas Blut für die Spuren beschaffen. Wieso mein Magen? Und da kam doch jetzt gerade eine Quest, töte einen anderen Novizen. Also ich glaube, hier ist echt irgendwo der Wurm drin, in dieser Klosterquest. Naja. Wo finden wir Blut? Gute Frage. Wie soll ich in einem Kloster an Blut kommen? In der Küche findest du ein Pergament mit einer Liste an Zutaten, die sie bestellen. Schreib Blut für Suppe auf die Liste. Und wenn es am nächsten Tag geliefert wird, schnappst du es dir, bevor es jemand mitbekommt. Okay. Wozu brauchen wir die Schlüssel des Klosters? Wie wollen wir sonst entkommen? Das Kloster ist praktisch ein Gefängnis. Meinst du diese Schlüssel? Was? Ich frage erst gar nicht, wo du sie her hast. Du verschlagener Fuchs. Na dann. Und was wirst du tun? Ich muss mich auf eine lange Reise vorbereiten, Vorräte und gewöhnliche Kleidung besorgen und so weiter. Du kannst im Habit fliehen, aber ich muss mich schnell in Luft auflösen.
eines heiligen. Gut, ich weiß Bescheid und kann mich an die Arbeit machen. Ausgezeichnet. Komm zu mir, sobald du alles hast. Bitte versuch dich zu beeilen. Und Gregor, danke. Würde glaubhafter klingen, wenn du nicht eben versucht hättest, mich zu töten. Deshalb danke ich dir, dass du mir trotzdem zur Seite stehst. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass das Gift dich nicht dahin raffte. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es beide lebend raus. Okay. Er wollte uns also vergiften. Interessant. Naja, also ich bleib dabei. Die ganze Kiste ist irgendwie buggy. Irgendwas stimmt da nicht. Heimlichkeit haben wir uns verbessert. Okay, was haben wir da? Regenmann, das ist albern. Schelm. Levelsgesicht. Nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen. Ja, ne, also. Verringert den Lärm, da deine Rüstung und andere Ausrüstungsgegenstände machen. Das ist okay, das nehme ich. Passt. Ne, also da hatte ich den Eindruck, wenn die uns gesehen haben, dann ist sowieso der Ofen aus. Auch du, Brutus. Deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker. Hunde fremd. Hunde bellen dich nicht an. Ah, ja. Hm? Na, dann reparieren Stufe 18. Da sind wir echt fleißig, ne? Da sind wir echt fleißig. Na gut. Okay, dann Blut. Moment, Küche ist da hinten. Ne? Hallo? Okay, auf den Zettel geschrieben. Warte bis am nächsten Morgen, ne dann. Was muss ich jetzt machen? Ich muss gerade überlegen. Was gibt es, Bruder? Okay, es macht keinen Sinn, mit denen noch zu quatschen, mit den anderen. Ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Er weiß wahrscheinlich auch nichts, oder? Nee. Ich verstummte, alles klar. Demütigte mich und schwieg sogar vom Guten. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso ja, dann ist jetzt Freizeit, ne? Du wurdest wo gesehen, wo du nicht hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Oh, verdammt. Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Nein, nein. Ich muss alles konfiszieren, das in einem Kloster nichts zu suchen hat. Verdammt. Jetzt sitze ich im Loch. So ein Mist. Haben die uns gesehen? Ist das ärgerlich? Aber sonst haben die uns noch nie gesehen in der Küche. Ich verstehe es gar nicht. Jetzt war ich aber länger drin als 24 Stunden, oder? Hätte ich gesagt. Die haben uns länger schmoren lassen im Loch. Verdammt. Diese Lumpen. Gib dich zum Gebet. Ja, ja, machen wir. Da kommt der... Friede sei mit dir, Bruder. Prior. Was möchtest du? Kann ich mit dir noch? Nee, kann ich nicht. Okay. Ah, das sind die... Ah, das, okay. Nee, dann gehen wir jetzt zum Beten. Warten wir, bis die Burschen alle da sind und dann holen wir uns das Blut, ohne dass uns einer sieht. Also zack, wir beten mal kurz eine Runde. Sind hoffentlich alle da jetzt. Jawohl, sind alle da. So, was habe ich dabei? Gar nichts mehr, oder? Ach, stimmt, ich habe nichts mehr dabei. Okay. Schnell, wir holen uns das Blut. Niemand. Oh, verdammt. Ach, die spachteln hier jetzt schon alle, oder was? Bruder Kellner.
Bruder Mensch. Warum so in Eile? Das ist ein Mensch. Verdammt. Okay, die gehen da alle immer zur Küche. Das ist ja echt doof. Okay, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich merke schon. Muss ich warten, bis wir wieder alle beim Spachteln sind. Verdammt. Die halten sich nicht an die Gebetsstunde, die Burschen. Schau dir das an, das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. So, dürfen wir jetzt zum Essen gehen, bitte? Na? Komm, ich will jetzt zum Essen gehen. Muss hier raus aus diesem Laden. Pass besser auf, Bruder. Ja, ja. Pass besser auf, Bruder. Ah, ja. Schön langsam, Bruder. Bruder. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist allerlaster. Der verarscht mich doch. Mir war etwas mulmig zumute. Wirklich? Diesmal drücke ich ein Auge zu. Aber nächstes Mal kommst du nicht ungestraft davon. Ich soll arbeiten, willst du mich verarschen? Hallo, jetzt ist Essenszeit. Jetzt ist Essenszeit. Also, ich merke schon, hier ist echt irgendwas buggy im Kloster. Da stimmt was nicht hier. Nio, zack, öffnen. Okay, jawohl. Her mit dem Blut. Schwupp, niemand hat's gesehen. Haha. Sehr gut. Oh, Leute. Also, wir haben das Blut. Na, dann würde ich sagen, wir können mal... Ah, wir sind immer noch extrem satt und immer noch kein Schweinchenwarf, ne? Okay, weißt du was? Wir warten eine Stunde. Also, das geht mir jetzt alles irgendwie auf den Senkel hier, dieses Rumgewarte, ne? Das haben wir alles schon zu Genüge erlebt. Wir sind jetzt schon Ewigkeiten hier im Kloster. Wir müssen hier raus. Ich habe jetzt Klosterkoller. Unterhalten wir uns. Ich habe alles. Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Na gut. Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu. Schweigen und Hören dem Jünger. Muss man den Oberen um etwas bitten? Soll es nach dem Abendessen. Hallo, das ist der Tag hier. Schau mal hier. Ich drehe am Rad. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt muss ich hier den ganzen Tag nochmal verbringen. Oh, Leute. Bruder? Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ja, wir sind doch Freunde. Komm schon, Bruder. Wir sind doch Freunde. Könntest du dieses eine Mal nicht ein Auge zudrücken? Für mich? Nun gut. Dieses Mal vergebe ich dir, aber nächstes Mal wirst du wie jeder andere bestraft. Hab ich Glück gehabt. Wir sind Freunde, ja klar. Ich habe ihn verpfiffen, verstehst du? Also, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Da bleibe ich dabei. Sei Jesus Christus. Jo, ich bin zum Arbeiten hier. Mal wieder. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Braue zwei Bockbluttränke. Schon wieder? Sobald du fertig bist. Was machst du mit denen? Du hast doch einen illegalen Handel mit dem ganzen Scheiß. Ich weiß es. Schau dir den an, hey. Bockbluttränke. Moment. Kriege ich das noch aus dem Kopf zusammen? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee, krieg ich nicht zusammen. Nee. Da würde ich mich jetzt bloß wieder blamieren. Ich meine, es waren drei Zutaten, die man braucht, ne? Mein Beinwill war dabei und ich meine, Löwenzahn war dabei und...
Müsste ich jetzt nicht mehr. Das dritte. Johanniskraut, ach genau. Öl, das habe ich noch gewusst, ja. Also Löwenzahn kommt zum Schluss. Na dann. Rein damit. Ah, ich muss hier raus aus dem Laden. Johanniskraut. Rein damit. Zack. Und Beinwill. Rein damit. Zack. Okay. 1, 2, 3, 4. Und den Löwenzahn. Okay. Kurz warten, bis es abgekühlt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre hier im Kloster wahrscheinlich auch viel schneller gegangen, ne? Ich habe mir da wahrscheinlich wieder viel zu viel Zeit gelassen. Da wäre es bestimmt viel schneller gegangen. Aber nur, ich fand es ja interessant, aber so dieser Klosteralltag, der macht einen echt fertig, ne? Okay, also Tränklein sind fertig. So, pass mal auf. Achso, du bist der Falsche im Moment. Hier ist er. Was wünschst du, Bruder? Deine Tränklein. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet. Ja, ja, ich weiß. Ich bin so gut. Hoho. Stell dir vor. So, dann. Um 12 Uhr müssen wir in das Skriptorium, genau. Na komm, mach hin jetzt. Hopp, hopp, hopp. Wir müssen Gas geben. Wir sind schon wieder. Eine Dreiviertelstunde auf Sendung, Alter, ist. Aber gut, wenn ich da jetzt ne, die Folgen kürzer gemacht hätte, dann wären wir ja noch länger im Kloster gewesen. Aber du merkst auch nicht, wie hier die Zeit vergeht. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Und ich nehme das Ganze hier jetzt am Stück auf. Also das heißt, die ganze Klostergeschichte, das hier ist alles eine Aufnahmesession. Ich habe zwischendrin mal kurz Pause gemacht, einfach um mir ein bisschen die Beine zu vertreten. Aber wirklich alles am Stück. Heißt, ich konnte natürlich auch nicht auf eure Kommentare eingehen. Ist logisch. Aber da verfliegt die Zeit hier. Da verfliegt die Zeit. Stunde um Stunde tickert da runter. Ich will jetzt raus. Leute, ich will raus. Töte einen anderen Novizen. Krass eigentlich, gell? Den Unschuldigen wegmachen hier. Also das finde ich schon heftig. Du missachtest den Tagesplan. Oh je. Aber es ist doch 12 jetzt. Komm, lass mich. Jawohl, endlich. Lass mich los. Schwupp. Hallo. Da bin ich. Ah, Gregor, reden wir. Ja, ich bin wieder zum Arbeiten hier. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ja, das kann ich nämlich so gut. Latein vor allem, da bin ich echt stark. Mein bestes Fach in der Schule gewesen. Oje. Na dann. So, was haben wir da? Et postquam, nee. Oh, ja, ich mache einfach. Passt schon. So. Sacerdotum? Nee. Ja, ja, passt schon. Ich wähle jetzt einfach irgendwas aus, ist mir doch wurscht. Ich mache es eh falsch, ne? Jedes Mal, ich habe es versucht, ich habe mir Mühe gegeben, es war immer falsch. Also gebe ich mir jetzt keine Mühe. Ist wurscht, das ist bestimmt auch falsch. Ja, der Bibliothekar, der wird mich wahrscheinlich irgendwann rausschmeißen, weil er sagt, so falsch kann man gar nicht schreiben. Wie du. Aber das ist halt das moderne Latinum, was ich da mache. Ne? Das ist einfach eine freie Interpretation. Ich lasse hier meiner künstlerischen Ader freien Lauf.
Und es wird einfach. Warum nicht, so in Eile? Es wird nicht gewürdigt. Nein, nein, nein! Unglaublich, wie kann man so viele Fehler machen? Oh, du bist so böse zu mir, naja. Okay, so. Dann. Zum Abendgebet. Kurz vor 16 Uhr. Zack. 16 Uhr ist Gebetsstunde. Und Essen war ja um 18 Uhr. Ja, wenn ich jetzt meinen kleinen Klosterführer reinschaue, wo habe ich ihn denn? Ach verdammt, den habe ich gar nicht dabei. Gell? Ah, der ist ja in der... Den habe ich ja in der Schublade, genau. Da habe ich ja alles reingepackt. Heißt, ich habe ja auch den Dolch gar nicht mehr dabei, gell? Stellt euch mal vor, wenn die uns durchsucht hätten und wir hätten den Dolch von Antonius dabei gehabt, ich glaube, dann wäre was los gewesen. Jawohl. Zum Gebet. So. Entschuldigung. Als du zum Gebet. Ja, ich kann es kaum erwarten. Stell dir vor, ich muss da ganz dringend hin. Ganz dringend. Njong. Aha. Der Prior ist schon da. Nicht jetzt, Bruder. Nach der Messe. Na gut. Tja, wir werden diesen Anblick vermissen. Oder auch nicht. So, lassen wir die Burschen nochmal singen. Na? Wieso singt keiner? Leute. Eilst du zum Gebet? Nein. Ah, hier kann ich nicht aufmachen, ja. Ach, den Schlüssel habe ich ja weggegeben. Oh, was ist denn das hier? Sieht nicht schön aus. Sollte man mal neu fließen hier, warte mal, ein bisschen putzen. Die singen gar nicht, okay. Finde ich schade, weil das hat mir eigentlich recht gut gefallen, dieser Gesang. So, jetzt ist Spachtelung. Genau, jetzt schmieren sie sich wieder den ganzen, ne? Den ganzen Fensterkit ins Gesicht. Aber wir sollen ja nach oben, genau. Nanu? Ah, da hinten ist er wahrscheinlich. Da ist er, genau. Okay, aber wir holen uns erst noch unser ganzes Zeug hier. Himmel, was hast du jetzt angestellt? Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Da bleiben. Halt, Antonius. Bleib da. Was machst du denn? Was möchtest du? Ja, wir fliehen jetzt. Da hast du deinen Dolch. Vielen Dank, Bruder. Wieso fliehen wir jetzt nicht? Schwierig. Was ist denn jetzt los? Triff dich direkt nach der Abendmesse mit... Ja. Habe ich jetzt zu lange gewartet oder was? Oh, Alter, echt. Boah, dieses Spiel. Das ist nicht dein Ernst. Wir wollen fliehen. Was möchtest du? Hallo? Boah, ich drehe am Rad. Leute, ganz ehrlich. Ich könnte mich aufregen. Ich hau jetzt dann hier alleine ab, verstehst? Boah. Dieses Spiel. Das macht mich total fertig. Leute. Beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle, Tod macht und er Leben jetzt? Stehen geht er in der Macht was? Der Zunge. Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu. Schweigen und hören ja. Stehlen ist eine Sünde. Ein Christ sollte das wissen. Insbesondere ein Mensch. Mir steht das bis zum Hals. Du wagst es, dich deiner Sühne zu widersetzen? Verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht,
dass der Jünger zu solchem Gewehr. Na gut, vergib mir. Und nun zeig mir. Jetzt nehmt die mir alles weg. Nee, sorry. Nee. Nee. Nee, also das ist in meinen Augen hier tierisch verpackt. Das ist tierisch verpackt. Nee, das machen wir nicht, Freunde. Das Spiel machen wir nicht. Also die Kiste ist verpackt, aber definitiv. Die Klostergeschichte hier ist sowas von verpackt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Mm-mm. Das ist ja Frust pur. Sträfling, jetzt kriege ich auch noch ein Achievement. Hey, Witz. Witz. Jetzt haben sie wahrscheinlich alles... Ja klar, schau mal hier. Die haben ja alles aus der Tasche genommen. Alles. Nee. Nee, sorry Leute. Ey, da kriege ich jetzt echt die Motten. Da kriege ich jetzt echt die Motten. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Leute, ich muss Schluss machen an der Stelle. Echt, ich reg mich sonst bloß auf. Okay, Vorschlag zur Güte, um euch nicht länger zu quälen. Ich mache das Ganze jetzt nochmal offscreen. Heißt, ich hole mir den älteren Speicherstand und mache den gleichen Scheiß, den ich jetzt gemacht habe, nochmal. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der gemeinsamen Flucht mit dem Antonius wieder. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, und bin gespannt auf eure Kommentare zu der ganzen Sache hier, ne, wenn dann die Folgen mal draußen sind. Wie ihr das Ganze seht, also in meinen Augen ist diese Klostergeschichte hier echt mal mega buggy. Also da müssen sie noch ein bisschen nacharbeiten, die Herrschaften. Aber gut, ich sag nochmal danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.